Wahnsinn, oder? Wenn man da raus in die Welt schaut, sind wir wirklich in einem Conundrum, in einem chaotischen Zustand da draußen. Dementsprechend sind auch die Lieferketten ein bisschen total durchgeknallt. Alles dauert ein bisschen länger und viele unserer Bestseller sind tatsächlich ausverkauft. Deswegen haben wir jetzt uns gedacht, wir haben für Sie mal eine Top 10 zusammengestellt mit den jetzt noch lieferbaren Bestsellern. Weil dann können wir sie wenigstens auch gleich bedienen und nicht so, ja, in ein paar Wochen erst. Das macht doch Sinn. Deswegen fangen wir am besten jetzt auch mal an mit Ihrer Nummer 10. Ja, es ist wirklich einer unserer Lieblinge und Bestseller, der Stereo-Funk-Kopfhörer. Digital habe ich noch vergessen. Ja, das ist was ganz, ganz Besonderes. Weil erstens mal Preis-Leistungs-Verhältnis, 47,45 Euro. Aber wir haben hier einige herausstechende Merkmale. Erstens mal sieht er ultra schön aus. Sie sehen diese Pyramide, das ist der Sender, aber gleichzeitig auch die Ladestation. Weil wenn wir den Kopfhörer abnehmen, ist er dienstbereit und hat dann eine Akkulaufzeit von 8 Stunden. Und wir haben, das ist auch herausragend, eine Reichweite von 30 Meter. Sie dürfen sich also von dem Sender, vom Hauptteil, mit Ihrem Kopfhörer 30 Meter entfernen und hören es immer noch klar. Und, das hat Danny gerade schon gesagt, das ist auch herausragend, er kann auch digital verwendet werden. Jetzt heutzutage, wenn man Kopfhörer kauft, kauft man oftmals Bluetooth-Kopfhörer. Die sind toll von der Qualität her, aber ich bin etwas eingegrenzt. Denn das Gerät, welches ich dann empfangen möchte, muss auch Bluetooth-fähig sein. Diesen Kopfhörer können Sie an alle Geräte, ich behaupte jetzt mal an alle, die ich kenne, anschließen. Und zwar, wenn wir die Rückseite noch mal zeigen, sehen wir die Anschlussmöglichkeiten. Einmal ganz normal Klinke, dann haben wir in der Mitte Stereo Cinch und eins weiter Toslink, also einen optischen Digitaleingang. Ja? Und da kann ich eben auch digital das Signal übertragen. Moderne Fernseher zum Beispiel haben alle Toslink oder moderne Stereoanlagen. Aber wenn Sie dann mal an einen alten Fernseher oder an eine alte Stereoanlage oder nur an einen Plattenspieler ran wollen, haben Sie hier alle Möglichkeiten. Und das ist für mich der Riesenvorteil im Vergleich zu modernen Bluetooth-Lautsprechern. Auch die Reichweite. Bluetooth 5 hat 15 Meter Reichweite. Ab Bluetooth 4 waren es, glaube ich, sogar nur 10 Meter. Hier haben wir 30 Meter und die Akkulaufzeit ist toll. Und was natürlich der entscheidende Punkt ist, und das haben wir alle hier in der Firma schon getestet, der Klang ist herausragend. Und was natürlich der Vorteil ist an diesem Kopfhörer im Vergleich zu Ohrsteckern, ist, dass wir dieses Passive Noise Cancelling, also die Abschirmung von Außengeräusche haben durch diese Ohrmuscheln, die über die Ohren gehen. Und jetzt kann man einfach mal sagen, Welt aus, Musik an oder man darf mal richtig laut Fernsehen schauen, also mit dem richtigen Ton, auch wenn die Kinder schlafen. Man muss nicht unter Zimmerlautstärke gehen und das kennt man ja auch, also viele, viele Familien kennen das, wo dann die Frau kommt und sagt, mach mal den Fernseher leise, die Kinder schlafen sonst nicht oder ähnliches. Das spielt jetzt überhaupt keine Rolle mehr. Kopfhörer aufs Ohr, volle Pulle, in der Lautstärke hören, wie Sie möchten und das bei bester Klangqualität. Und da trägt sich auch sehr angenehm, oder? Ja, und dieses Noise Cancelling, ich muss mich jetzt sehr konzentrieren, Ralf zu hören, weil das ist wirklich so schön, dass die Ohren ummantelt werden, man ist so ein bisschen abgeschottet. Ganz feine Passform hier, immer ganz schön gepolstert, auch oben wie hier an den Ohrmuscheln, alles schön, richtig schön weich. Und was mir besonders gut gefällt, ist hier diese Bedienung an dem Ohr direkt. An Ausschalten, auch ein Mute-Taste, also wenn man mal einfach irgendwie unterbrechen will, schaltet man Mute oder auch die Lautstärke regulieren. Da muss man nicht ans Sendeteil, sondern man macht das direkt auf den Kopfhörer. Nochmal, herausragend, 8 Stunden Akkulaufzeit an alle gängigen Geräte anzuschließen, inklusive Toslink, also digital und dann noch diese Reichweite von 30 Meter und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist einfach unschlagbar. Ja, Wahnsinn. Also wirklich für so einen hochwertigen, tollen Funk-Kopfhörer mit so einer tollen Passform von Auvisio, also tolle Markenqualität für nur 47,45 Euro. Kein Wunder, dass es einer unserer Bestseller ist. Jetzt für Sie aber wieder lieferbar. Also da bitte schnell sein, weil gerade jetzt die Zeit, die wir zu Hause verbringen, die können wir uns damit wirklich versüßen. Ich gebe ihm eben noch die Bestellnummer, das ist die ZX1840 und die 569. Also Top-Klang, 30 Meter Reichweite, alle Anschlussmöglichkeiten, top im Design und top von der Passform. Also schlecht zu schlagen, sag ich Ihnen. Wir machen auch schon weiter mit Ihrer Nummer 9. I want it all, I want it all.
ist sehr praktisch und ganz, ganz einfach in der Handhabung. Ist sozusagen aus alt mach neu, oder? Ja, zumindest mach alt mit neu kompatibel. Mit neu. Das ist das Wichtige. Viele haben jetzt die Zeit genutzt, die man zu Hause ist, auch mal im Keller zu schauen nach älteren elektronischen Geräten. Spielekonsolen liegen da ganz oben, so erste, zweite Generation. Oder auch mal den Videorekorder, alte Videofilme anschauen. Oder auch DVD-Player, so der ersten Generation. Weil diese Geräte, die waren noch analog. Das heißt, die hatten einen SCART-Anschluss, wo man damals dachte, das ist das Höchste der Gefühle. Jetzt haben wir hier einen Konverter, der wandelt das analoge SCART-Signal jetzt in ein digitales HDMI-Signal um und das ganz einfach. Sie sehen, die eine Seite ist SCART, da stecken Sie jetzt von Ihrer Spielekonsole als Beispiel ganz einfach das Kabel in den Konverter und dann geht man mit dem HDMI-Kabel an den neuen modernen Fernseher oder Monitor und schon hat man alt zu neu kompatibel gemacht. Hier Stromversorgung für das Umwandeln, was ein sehr komplexer Vorgang ist, brauchen wir Strom. Das Kabel ist dabei, ja, und einfach jetzt in Netzteil oder wenn Sie es an Fernseher anschließen zum Beispiel, am Fernseher ist auch Stromversorgung über USB, einfach einstecken. Und schon ist dieses Problem, das man da hat, also wie mache ich analoge Medien mit digitalen Medien kompatibel, das ist gelöst. Und das ist kein einfacher Adapter, sondern wirklich ein Umwandler, ein Konverter, der das analoge Signal umwandelt in ein digitales Signal. Und das ist einfach perfekt. Ich glaube, viele, vielleicht kennst du auch ein paar, die jetzt die Zeit genutzt haben, die man mehr zu Hause ist, mal so eine alte Spielekonsole, zweite, erste Generation, aus dem Keller zu holen und mal wieder die alten Spiele zu datteln. Und das scheitert oftmals, weil dieses Teil nicht vorrätig ist. Und jetzt ist das Problem gelöst. Ja, ich bin auch immer sehr wehmütig, wenn man diese früher teure gekauften Geräte dann ja entsorgen muss. Das mache ich auch nicht. Müssen Sie jetzt auch nicht, weil wir haben hier diesen Konvertierer, der konvertiert hier von analog auf digital, ganz einfach hier zu bedienen und dann schwuppdiwupps die alte Spielekonsole oder eben ja Videorekorder ist wieder im Gebrauch. Für 13,21 Euro, ein kleiner Preis, dass Sie wieder die alten Geräte benutzen können und jetzt auch die Zeit perfekt damit nutzen können. Die Bestellnummer zu dem Gerät ist die ZX 30, 28 und die 569. Da sieht man nochmal, was man alles dann schön wieder in Gebrauch setzen kann. Das ist der DVD-Player, hier die Spielekonsole oder auch der Videorekorder. Und dann haben wir für Sie jetzt auch noch ein cleveres Bundle. Schwuppdiwupps, genau, ich habe es herbeigezaubert. Wer kein Netzteil zu Hause hat, da machen wir jetzt gerade zum Konverter gleich noch ein Netzteil dazu. Wenige Euro Aufpreis, Sie sehen das, 17,96 Euro. Und jetzt bekommen Sie das Netzteil gleich mit dazu. Und das heißt, so ist es fertig. Der Anschluss, Sie sehen das ja, am Konverter, der kommt dann einfach ins Netzteil, Netzteil in die Steckdose und schon wird das Signal umgewandelt. Wenn Sie noch übrig Netzteile zu Hause haben, überhaupt kein Problem. Aber andersrum, Netzteile kann man sowieso immer gebrauchen für ganz normale Mobilgeräte. Und hier haben wir jetzt eben alles gemeinsam in dieser Kombination. Genau, für einen kleinen Aufpreis haben Sie direkt hier noch die Anschlussmöglichkeit. Also das Netzteil, das ist eh universell, können Sie vielseitig einsetzen, kann man nie genug haben. Denn für einen kleinen Preis von 17,96 Euro, ja, haben Sie dann Ihre alten Konsolen, Videorekorder und DVD-Player wieder im Einsatz. Ganz kinderleicht zu bedienen, das verspreche ich Ihnen. Die Bestellnummer dazu ist die PX2496 und die 569. Und wir machen auch schon Schubdiwupps weiter mit Ihrer Nummer 8. Sehr, sehr sinnvoll, gerade jetzt in diesen Zeiten. 5 in 1, Pannenhilfe. Puh. Richtig, und ich bin richtig froh, dass das jetzt in der Sendung ist, weil vor kurzem war das nicht möglich, weil nicht lieferbar. Jetzt ist er wieder lieferbar, die neue Lieferung ist eingetroffen und ich bin sicher, dieses Gerät gehört auch in Ihr Auto. Weil schauen wir uns das mal an, wenn wir es anschauen, ist es erstmal Stromversorgung mit 9000 mAh. Und wenn du mal den Anschalter drückst, ganz einfach genau einmal drauf, dann sehen wir oben diese LEDs. Und was du auch gleich gemacht hast, ist den Scheinwerfer an, eine Arbeitsleuchte. Oh, wenn du jetzt noch einmal drauf drückst, dann sehen wir, blinkt. Da kann ich also auch Warnblinklicht machen. Und anschalten tust es, indem du einfach 2-3 Sekunden drauf bleibst. So, richtig heller Scheinwerfer. Gleichzeitig Notstrom über 12 Volt oder 5 Volt, also USB, zu nutzen. Also 12 Volt Geräte betreiben und auch natürlich Smartphones oder Ähnliches.
oder Ähnliches hier wieder aufzuladen. Aber jetzt kommen wir zur Pannenhilfe und das ist für mich wirklich unerlässlich. Das gehört in jedes Auto. Einmal sehen wir ganz deutlich links und rechts diese Klemmen, Batterieklemmen, Krokodilsklemmen sagen auch manche dazu. Und wenn ich jetzt mal morgens das Problem habe, es darf auch mittags oder abends sein, dass meine Batterie streikt, bei dem kalten Wetter kann das durchaus vorkommen, dann klemmen Sie jetzt einfach diese beiden Klemmen, schwarz auf Minus, rot auf Plus und hier haben Sie eine Stromstärke von 600 Ampere, die eben hilft, Ihr Auto wieder zu starten, ohne dass man stundenlang auf den Pannendienst warten muss oder Überbrückungskabel zu einem anderen Auto legen. Also das ist schon herausragend und wenn du es jetzt einmal umdrehst, sehen wir auf der Rückseite erstmal nur so ein kleines, rundes Fleckchen da oben. Das ist ein Manometer, weil unten ist so ein Fach drin und wenn wir das aufmachen, sehen Sie einen Schlauch, der jetzt eben ist, um den Reifen aufzupumpen, denn hier ist auch gleichzeitig ein Kompressor drin mit bis zu 17 Bar Druckaufbau. 3, 2, 1. Ja, machen wir ruhig mal. Jetzt hören wir es auch. Manometer einerseits, ich kann den Luftdruck überprüfen und gleichzeitig noch der Kompressor und damit kann ich eben die eventuell fehlende Luft nachpumpen, weil fehlende Luft ist das ganze Jahr ein Risikofaktor, schon 0,2, 0,3 Bar machen da was aus, weil da verändert sich das Fahrverhalten, die Bremswege werden länger und es geht auch an Geldbeutel, weil der Spritverbrauch steigt und der Verschleiß der Reifen. Also das kann ich hiermit auch regulieren und für mich ist das auch wirklich der Pannenhelfer schlechthin, auch mal um der liebe Nachbar oder Kollege zu sein, wenn da eben mal ein Auto liegen bleibt, weil die Batterie zu schwach ist. Im Winter sind die übrigens wesentlich anfälliger als im Sommer und da ist das natürlich perfekt, wenn man dann als freundlicher Nachbar sagt, komm Sepp, ich hilf dir mal kurz, mach mal Motorhaube auf, anklemmen und schon ist das Problem gelöst. Ja, also ich bin wirklich begeistert von dem Gerät, weil man kann sich selber aus der Patsche helfen. Man sieht auch, wenn der Pannendienst kommt, das ist oftmals ein Gerät, was sehr ähnlich aussieht und was genau diese Funktionen eben auch hat. 5 in 1, aber nur für 56,44 €. Wir haben den Kompressor, um den Luftdruck zu korrigieren. Wir haben hier die Krokodilsklemme, um die Batterie zu starten. Wir haben hier USB, wir haben 12 Volt und dann alles einfach zu bedienen. Nicht zu vergessen hier diese leistungsstarke Lampe für einen kleinen Preis von 56,44 €. Bitte, bitte beschaffen Sie sich diesen Bestseller. Es ist unser Bestseller, weil es eben so ein überzeugendes Produkt ist. Die Bestellnummer dazu ist die ZX3013 und die 569. Lass mich noch ein Wort dazu verlieren. Wer mal in letzter Zeit oder in den letzten 2, 3, 4 Jahren den Pannendienst gerufen hat, weil er Elektrikprobleme hatte, also weil die Batterie leer war, die kommen mit ähnlichen Geräten. Die kommen ja auch nicht mehr mit dem Überbrückungskabel und fahren dann Motorhaube an Motorhaube, sondern die kommen mit solchen Starthilfen, schließen die an und schon ist das Problem in den allermeisten Fällen gelöst. Und das kann auch bei Ihnen der Fall sein. Motorhaube auf, anklemmen, Motor starten, kleiner Tipp noch, dann natürlich den Motor laufen lassen und ein paar Kilometer extra fahren, damit die Lichtmaschine die Möglichkeit hat, ihre Batterie wieder aufzuladen. Und hier sehen wir natürlich noch die zweite Hauptoption, nämlich den Kompressor. Ja, genau. Also die beiden Pannen schlechthin sind ja tatsächlich schlechter Reifendruck oder ein Loch im Reifen und tatsächlich eine schwächende Batterie. Hiermit sind sie abgesichert. Es ist ganz kinderleicht in der Bedienung. Hier auch einfach mal den Luftdruck korrigieren. Man kann es genau einstellen, sehen, wie viel Bar drin sind und dann auch mal selber den PKW starten, sollte man ein Problem haben oder eben ja mal jemandem helfen und dann eben der Gentleman oder die Gentlewoman sein. So, also die Nummer 8 war sehr, sehr sinnvoll. Bitte schlagen Sie da schnell zu. Aber jetzt machen wir weiter mit Ihrer Nummer 7. Power Pack kenne ich, das ist unser leistungsstärkstes Power Pack und das hat bis zu 1000 Watt Leistung. Richtig, man kann Geräte bis zu 1000 Watt Leistung anschließen. Das ist für mich die Energiealternative des 21. Jahrhunderts. Strom für unterwegs, Strom für immer, Notstrom auch für Extremsituationen. Sie sehen, ganz handlich, leicht mitzunehmen, wenn ich hier jetzt mal vergleiche mit einem Notstromaggregat, so einem Dieselaggregat, welches dann gleich mal 100 Kilo wiegt und riesengroß ist, ist das ja wirklich.
wirklich ein Handtäschchen. So, und 7 Kilo schwer, überall ihn mitzunehmen. Jetzt sehen wir hier gerade mal 2 Knöpfe und ich bitte dich, auf dem oberen mal 2-3 Sekunden drauf zu bleiben. Genau. Und jetzt sehen wir auch gleich mal, geht das Display an. Ich sehe den Füllstand, der ist hier jetzt fast bei 100%. Das heißt, 216.000 mAh stehen an Kapazität zur Verfügung bei einer Leistungskapazität von 800 Wattstunden. Jetzt haben wir vorne alle Spritzwasser geschützt und da sind verschiedene Anschlüsse versteckt. Und zwar, wenn wir jetzt mal auf die linke Seite gehen, genau da, wo du jetzt deine Finger hast, das sind die 12-Volt-Anschlüsse. Kann man aufmachen, einmal als Zigarettenanzünder, unten drunter noch 2 als Rundhohlstecker, also 12 Volt Gleichstrom einfach anschließen. In der Mitte, wenn wir das aufmachen, haben wir die USB-Fraktion. Und zwar nicht nur USB-A, also die großen mit Quick Charge, Schnellladefunktion, sondern nebendran auch USB-C. Und das heißt mit Power Delivery, da kann man auch die großen USB-betriebenen Geräte, wie zum Beispiel MacBook oder die neuen iPhones oder ähnliches, kann man hier laden. Dann haben wir vorne noch eine Klappe, die schauen wir uns auch an. Und zwar ist das, um wieder Strom zurückzuführen. Irgendwann ist die größte Kapazität mal leer und dann einfach mit dem mitgelieferten Netzkabel da anschließen. Oder ganz clever sein, wenn Sie noch ein Solarpanel zu Hause haben, dürfen Sie das ruhig auch unten an diese Klemme anschließen. Da ist auch noch ein Anschlusskabel mit dabei. Und so können Sie auch noch wirklich autark Strom zurückgewinnen. Aber jetzt drücken wir mal den 2. Knopf, den unteren, ebenfalls 2 bis 3 Sekunden. So, und jetzt sehen wir gleich, neben dem Knopf brennt jetzt eine grüne LED. Und das zeigt uns, dass jetzt der Wechselstrom zugeschaltet ist. Und da vorne, da kommt die Steckdose. Und jetzt dürfen Sie Geräte bis zu 1000 Watt hier einstecken und diese stundenlang betreiben, ohne Verlängerungskabel legen zu müssen oder ohne sich Sorgen zu machen, wie bekomme ich jetzt Strom hier in die Gartenhütte oder in die Garage oder egal wohin. Jetzt hast du ihn dabei und es ist ja nicht allzu schwer. Du hast es jetzt schon die ganze Zeit in der Hand. Ist es eine Belastung? Nein, es ist absolut schön handlich, toll auch kompakt, alles schön auch stoßfest, Spritzwasser geschützt. Es ist wirklich dafür, dass es so viel Leistung hat, ist es ziemlich leicht, muss ich sagen. Ja, und ganz, ganz wichtig jetzt, nicht nur für Freizeit und Hobby, sondern es könnte ja auch durchaus jederzeit zu einem Stromausfall kommen. Jetzt im Moment ganz aktuelles Thema Schneebruch, was jetzt in nächster Zeit immer mehr kommen wird. Wir hatten Wirbelstürme, wir hatten Anfang letzten Jahres hatten wir diese riesen Orkanböen bzw. das Sturmtief Sabine, was Hunderttausende Haushalte ohne Strom über Stunden zurückließ. Und dann ist das natürlich auch Notstrom für wichtige Geräte, medizinische Geräte oder Kühlgeräte, also Kühlschrank oder auch Gefrierschrank oder Informationsmaterial. Hier sehen wir mal so ein paar Bilder aus den letzten Monaten. Das war einmal natürlich ein Gewitter. Hier sehen wir Windbruch. Es gibt natürlich auch Hochwasser, was wir auch schon erlebt haben, oder auch natürlich durch irgendeinen Feuerteufel. Ja, hier ist es ein Waldbrand, aber da reicht eigentlich auch ein einfacher Brand im Umspannwerk, dass wir stundenlang keinen Strom haben. Und dann ist das die Reserve. Für mich wirklich die Energiealternative des 21. Jahrhunderts. Strom für überall, Strom zum Mitnehmen. Und schau mal, hier sehen wir eine kleine Tabelle, was denn an Haushaltsgeräten im Schnitt wie viel Strom braucht. Ganz wichtig für mich, Kühlschrank und Gefrierschrank, 120 bzw. 150 Watt. Sie sehen also hier ganz, ganz locker über viele Stunden mit diesem Powerpack zu betreiben. Und wichtig ist auch das Preis-Leistungs-Verhältnis, weil solche Geräte kosten im freien Markt ab 1.300 Euro aufwärts. Hier haben wir auch eine unverbindliche Preisempfehlung von 1.300 Euro. Aber unser TV-Sonderpreis, der ist natürlich wieder super günstig, sogar günstiger als der schon sehr günstige Pearl.de-Preis. Ja, auf Pearl.de kostet das Gerät knapp 744 Euro. Es ist schon wirklich ein sehr, sehr guter Preis, wie du gesagt hast. Für Sie jetzt als Pearl TV-Zuschauer gibt es natürlich den TV-Sonderpreis von 688,72 Euro. Sie kaufen sich hier ein Stück weit auch Unabhängigkeit. Sie sind gewappnet gegen Stromausfälle. Sie können aber einfach mal auch draußen hier, wenn es wieder schön ist, am See einfach mal eine schöne, ja, sich schön machen mit einer Kühlbox, Musik, Windmaschine, so einen kleinen Ventilator sozusagen. Oder auch mal dann hier Gartenarbeit auch schneller erledigen, weil man einfach auch die Hecke in einem durchschneiden kann und immer alles im Blick dabei hier. Wunderbar einfach zu bedienen. 2 Knöpfe, alle schön Spritzwasser geschützt, die 230 Volt Steckdose dabei, 12 Volt USB.
Fraktion, wie Ralf immer so schön sagt. Also alles ganz einfach zu nutzen und man kann wirklich Geräte bis 1000 Watt damit speisen und das ist ja das Feine wirklich. Ne? Also dass man wirklich so ein bisschen unabhängig ist und für alle Fälle gewappnet ist. Die Bestellnummer dazu ist die NX6266 und die 569. So, und jetzt machen wir auch schon weiter mit Ihrer Nummer 6. Das Thema hat uns jetzt schon eine ganze lange Weile begleitet und wird uns jetzt auch noch weiter begleiten. Deswegen ist es unabdingbar, dass Sie sich hiermit eindecken. Ja, und das sind ganz besondere Mund-Nasen-Masken, die ja jetzt beim Einkaufen Vorschrift sind. Da haben wir uns dran gewöhnt. Die tragen wir auch alle. Aber wir Brillenträger haben oftmals, und wenn Sie Brillenträger sind, kennen Sie das, das Problem, dass man bei jedem Atemzug die Brille beschlägt und man eigentlich blind im Einkaufsladen steht. Hier sehen Sie das Besondere. Hier dieses kleine Ventil auf der Seite. Und das sorgt dafür, dass Aus- und Einatmen durch dieses Ventil geht und nicht oben unter die Brille. Und dementsprechend hilft uns das wirklich unglaublich, gerade uns Brillenträger. Dreilagig, Nanotechnologie, also wirklich hervorragend und vor allem ein Zweierset. Und ich möchte das jetzt nicht nur nahelegen Brillenträgern, aber da ist es ganz offensichtlich der Nutzen, sondern auch jedem anderen. Weil mir persönlich, ich habe den Eindruck, dass das Atmen unter diesen Masken leichter fällt. Wir haben die in zwei Größen. M ist jetzt für eine Frau oder einen zierlichen Mann. Wir haben nachher auch L. Das ist meine Größe, die ich immer dabei habe. Aber die Wirkungsweise ist die gleiche. Und hier sehen wir M. Einfach draufziehen, Nasenbügel ein bisschen festdrücken, dann die Brille wieder aufziehen und schon beschlägt sie nicht mehr. Und das ist eine unglaubliche Erleichterung. Glauben Sie mir das beim Einkaufen. Ein Zweierset dieser wunderbaren Mund-Nasen-Schutzmasken mit dem Ventil. Und ich sage Ihnen, es erleichtert das Atmen um einiges. Wir müssen da durch. Es ist ein bisschen nervig, aber wir wollen ja auch irgendwann, dass das endet. Und da sind wir konsequent. Ein Zweierset für 7,48 €. Dieser Qualität habe ich noch nirgends gesehen. Ist ganz weich von innen, außen schön neutral, wasserabweisend, trotzdem auch waschbar bei 40 Grad. Ein Zweierset. Immer schön den Bügel oben festmachen. Schön aufsetzen, können Sie immer wieder waschen. Da können Sie nicht genügend von haben, schlagen Sie da bitte zu für 7,48 €. Am besten gleich mehrmals dieses Zweierset einkaufen. Die Bestellnummer dazu ist die NX4763 und die 569. Du hast schon angekündigt, jetzt haben wir auch noch ein Zweierset der Maskengröße L. Ja, wir sehen gleich, das wäre natürlich dir zu groß, für mich genau die richtige Größe, aber die Optionen sind die gleiche. Leichter, so habe ich den Eindruck, atmen und vor allem die Brille beschlägt nicht mehr. Kurzer Tipp beim Aufsetzen, Brille kurz abnehmen, Maske aufsetzen und dann das Nasenteil, das ist hier verstärkt mit einem Metall, einfach direkt auf die Nase drücken, ganz leichter Druck und schon läuft Ihre Brille, das ist meine persönliche Erfahrung, eben nicht mehr an und man läuft nicht mehr blind durch den Supermarkt, wenn man am Einkaufen ist oder brillenlos, wo alles nur noch verschwommen ist, sondern das sorgt dafür, dass die Brillen, und das ist für mich der Hauptfaktor noch, nicht anlaufen. Auch hier ein Zweierset, auch hier natürlich waschbar, dreilagig Nanotechnologie. Also alles, was wir von den ersten jetzt gerade gehört haben, Größe M, ist natürlich auch für Größe L gültig. Genau, tun Sie was für sich und für die Gesellschaft, indem wir endlich als Wellenbrecher agieren und diesem Ganzen bald ein Ende hoffentlich zusammen schaffen. Das Zweierset auch hier für Sie zum TV-Sonderpreis von 7,48 €. Diese neutrale Farbe von dem wunderbaren Grau passt zu allem, das kann ich Ihnen bestätigen, denn ich habe sie schon zu einem Abendkleid, zu einer Jeans, zu einem Diner immer dabei gehabt und getragen und es ist wunderbarer Komfort beim Atmen. Die Brille beschlägt nicht, es ist wirklich was ganz Feines. Bitte, bitte decken Sie sich da ein. Die Bestellnummer zu dem Zweierset der Maskengröße L ist die NX4766 und die 569. Sehr, sehr sinnvoll. So, und jetzt machen wir weiter mit Ihrer Nummer 5. Ja, die
Diana ist bewaffnet und wir alle sollten hier so ein Thermometer heutzutage in unserem Haushalt haben. Mindestens eins. Ja, und kann ich nur jedem empfehlen. Ich habe es mittlerweile auch bei mir zu Hause. Ich habe so einen Wohnzimmertisch, da ist eine Schublade unten drin. Da liegt es drin und immer bei Bedarf wird es rausgenommen. Und der Bedarf, jetzt gerade Fieber zu messen, Temperatur zu messen, ist sehr, sehr hoch. Das ist ein Thermometer mit der Medizinklasse 2A, also eine medizinische Zulassung. Und vor allem, es ist berührungslos anzuwenden. Einmal einschalten und dann einfach bis auf circa 1 Zentimeter Entfernung an die Stirn. Kurz draufdrücken und innerhalb von einer Sekunde wird Ihre Temperatur gemessen. Sie hören das dann auch, wenn es kurz piepst. Hast du es eingeschaltet? Nee. So, jetzt sehen wir es. 36,4. Bei dir ist alles okay. Können wir auch bei mir mal ganz kurz machen. Ich habe hier jetzt meinen Messvorgang und kurz gepiepst und jetzt habe ich habe 36,6, also auch bei mir alles in Ordnung und ich muss nicht mal die Zahlen ablesen, denn wenn ich hier mal drauf schaue, sehen wir es, das Grün, das ist eine Ampel praktisch, Grün ist okay, Orange wäre erhöhte Temperatur, Rot wäre Fieberalarm. Und ich habe hier noch zwei weitere Möglichkeiten, ich kann auch Oberflächen messen, wie zum Beispiel Nahrung oder Badewasser und ich kann auch im Ohr messen. Und im Ohr messen ist in verschiedenen Situationen wichtig, weil also da nehmen Sie einfach nur den Aufsatz runter, das geht ganz einfach und jetzt auch nah ans Ohr und dort messen. Wann braucht man das? Das ist ganz einfach, wenn die Kinder im Winter draußen waren und reinkommen und eigentlich halb vereist sind, dann wäre auf der Stirn vielleicht ein relatives Ergebnis, ein wirkliches Ergebnis nicht möglich, dann kann man noch mal kontrollieren im Ohr. Aber Hauptargument für mich hier, ein unglaublich genaues medizinisches Thermometer, welches ich berührungslos benutzen kann. Damit also auch schlafende Kinder mal Fieber messen und vor allem die ganze Familie kann ein Fieberthermometer benutzen, weil es keiner berühren muss. Ja, was ich auch richtig beeindruckend finde bei diesem Gerät, dass wir Speicherplätze haben, 25 Stück an der Zahl und das ist auch noch so ein schönes Merkmal eines Qualitätsprodukts. Hier bei uns für Sie jetzt ja unser Bestseller und ein sehr, sehr sinnvoller Bestseller zu einem kleinen TV-Sonderpreis für Sie von 25,45 €. Dieses bestellen Sie bitte mindestens einmal für Ihren Haushalt, denn wir wollen alle auf Nummer sicher gehen und nicht mehr mit diesen alten Glasthermometern wedeln, wenn die mal runterfallen und brechen. Das ist unschön. Die Bestellnummer zu unserem modernen medizinischen 3-in-1 Infrarotthermometer ist die NX8194 und die 569 Südele. Und jetzt machen wir auch schon weiter mit Ihrer Nummer 4. Jetzt hat man so viel Sinnvolles, das ist auch sinnvoll, aber es macht auch ganz, ganz viel Spaß. Ja, es ist ein 4K Camcorder. 4K, also oder UHD sagen andere dazu, ist ganz ähnlich, 4K und UHD, ist die Qualität, mit der unsere Fernsehkameras hier arbeiten. Und damit haben Sie jetzt die Möglichkeit, das zu machen. Umfangreiches Zubehör, Fernbedienung, Anschlusskabel, alles, aber das Wichtige ist die Tasche. Und ich bitte dich jetzt einfach mal den Camcorder rauszunehmen. Du siehst, der ist kinderleicht und die Fernbedienung und das Täschchen kannst du ruhig mal weglegen und dann schauen wir uns den Camcorder an. Als erstes machen wir die Schutztasche vorne weg, da ist eine Schutzklappe vorne und jetzt wirst du sehen, die Handhabung ist unglaublich einfach. Mach einfach mal den Bildschirm auf, genau, und dreh ihn mal zu unseren Zuschauern, sie sehen automatisch schon eingeschaltet und jetzt haben wir hier die Vorschau, also den TFT-Monitor, um zu sehen, was unsere Kamera aufnimmt. Und das in 4K-Qualität, unterstützt übrigens auch durch einen Sony-Sensor. Alles, was Sie hier machen, ist mit einer Hand bedienbar. Und er ist auch nicht schwer. Man kann natürlich den Camcorder ganz, ganz einfach benutzen, auch auf einem Stativ. Unten ist ein Gewinde drin. Man hat 18-fach Digital-Zoom, ja, und Sie haben hier eben die Möglichkeit, bei automatischem Weißabgleich, auch beim Verwackeln hilft Ihnen das, weil es verwackelt nicht, es hat hier einen Stabilisator drin und das hilft Ihnen, um perfekte Aufnahmen zu machen. Warum die Fernbedienung? Ganz einfach, wenn Sie es auf einem Stativ haben und eine Veranstaltung filmen wollen, dann muss man nicht immer den anderen im Weg rumlaufen, wenn man irgendeine Einstellung verändern will oder Aufnahme starten oder stoppen, sondern man macht das einfach von seinen Platz aus mit der Fernbedienung. Es ist ein Camcorder der Superlative, das kann ich so wirklich sagen, weil die Bildqualität, die hier aufgenommen wird, ist
wirklich herausragend. Fotos können Sie schießen und die haben eine Qualität bis zu 48 Megapixel. Auch das ist ein herausragender Wert. Direktübertragung vom Camcorder ist übrigens über HDMI-Kabel ganz einfach möglich. Einfach an den Fernseher anschließen, dann können Sie bereits getätigte Aufnahmen oder auch Live-Bilder an einen Fernseher übertragen. Gespeichert wird das Ganze auf einer Micro-SD-Karte und die darf hier bis zu 128 Gigabyte groß sein. Natürlich akkubetrieben, das heißt hier 2 Stunden Akkulaufzeit. Und so ein Camcorder hat natürlich viele, viele Vorteile im Vergleich zu den Handyvideos. Und du machst ja auch Handyvideos. Oh ja. Wie lang sind deine Handyvideos im Schnitt? Ja, die sind nicht sehr lang. Und wenn sie lang sind, sind sie auch nicht gut und verwackelt. Aber man guckt sie sich eh nicht an, weil die meistens von der Qualität einfach nicht sehr schön sind. Das ist Fakt. Man macht mit dem Handy oftmals so 20, 30 Sekunden Clips. Das sollen sie auch weiterhin machen. Aber wenn man wirklich Ereignisse filmen will, dann sollte man das mit einer solchen Kamera machen. Weil das sind die historischen Dokumente von morgen. Weil wenn ich mir bedenke, wenn wir jetzt als mal Videokassetten digitalisieren, die ja 40, 50 Jahre alt sind oder auch erst 30. Da sehen, wie schlecht teilweise diese Videoqualität war. Dann ist es unsere Aufgabe heute, solche Filme in bestmöglicher Qualität zu machen. Und das ist UHD oder 4K. Und dann, wenn es in 50 Jahren von unseren Kindern und unseren Enkeln angeschaut wird, dass da noch alles klar und ultra scharf ist. Und für die Fachleute habe ich jetzt noch einen kleinen Hinweis, der wirklich noch mal zeigt, wie stark diese Kamera ist. Denn wenn wir auf HD-Qualität aufnehmen, können wir bis zu 120 Bilder pro Sekunde hier aufnehmen. Und das ist auch noch mal so ein Alleinstellungsmerkmal. Natürlich gibt es auch die Zeitlupe, Zeitraffer-Funktionen, also alles, was man sich wünscht. Und alle Bedienungen, wenn ich mal das Menü verändern will, irgendwelche Einstellungen verändern will, kann ich ganz einfach im Bildschirm, weil der TFT-Monitor ist ein Touch-Display, da einfach leichten Druck drauf, übers Menü alles einstellen. Das ist alles kinderleicht. Und Sie sehen auch, wenn Sie den TFT-Monitor drehen, ist natürlich auch die automatische Bilddrehung. Also es ist ein Traum in diesem Preis-Leistungs-Verhältnis für mich einmalig. Ja, also ich bin auch total beeindruckt von dem Gerät. Und was schön ist, man hat eine Einhandbedienung. Man verkrampft nicht, man kann es viel länger stillhalten. Und der 18-fache Zoom, ich habe immer so rangezoomt an unseren Kameramann Konstantin und ich bin beeindruckt, wie schön der zoomt und wie klar das auch hier auf dem Bildschirm zu erkennen ist. Sony-Sensor auch nicht mit integriert und das für einen kleinen Preis von 104,45 €. Einer unserer Bestseller. Wenn Sie wirklich mal gerne Videos machen, die man auch gerne noch mal anguckt und weiter später in der Zukunft auch noch dann angucken möchte, dann machen Sie es mit einem gescheiten 4K-Camcorder wie diesem. Kleiner Preis, große Wirkung, wenn man endlich schöne Videos macht, die man dann auch aufbewahrt und immer wieder gerne mit der Familie dann teilt. Das macht viel Sinn. Ein kleiner Preis, 104,45 €. Alles mit inkludiert. Schauen Sie mal hier im Lieferumfang die Fernbedienung, die Kabel, Anschlusskabel, das Täschchen und natürlich die wunderbare Kamera. Die Bestellnummer dazu ist die NX4907 und die 569. Bitte schlagen Sie dazu, ist einer unserer Bestseller. Wenn der ausverkauft ist mit diesen Lieferketten, die ja im Moment gerade auch total durchdrehen, dann wird es ein bisschen dauern. 104,45 € ist ein kleiner Preis für eine riesengroße Qualität und dafür, dass man endlich Videos macht, die man dann auch gerne später anguckt oder auch mit anderen teilt. Ach, wirklich, wirklich ein feines Gerät. So, und jetzt kommen wir schon zu Irre Nummer 3. Jetzt wird spannend. Nachtsichtgerät binocular. Also mit. Auch hier bin ich richtig froh, weil das war lange ausverkauft. Jetzt ist die neue Lieferung gekommen. Das heißt, es ist sofort lieferbar. Wenn du es mal auspackst, nur das Gerät, also alles andere können wir jetzt mal drin lassen. Aber das ist ganz wichtig. Binocular heißt, man schaut mit beiden Augen hinein. Digitales Nachtsichtgerät. Und jetzt, wenn wir mal die Vorderseite zeigen, die Oberseite, sehen wir gerade mal 6 Tasten. Und wenn du es jetzt mal einschaltest und den Bildschirm in die Kamera hältst, dann sehen wir das digitale Bild. Und jetzt wirst du gleich sehen,
wie hell deine Bluse wird durch das. Aber es ist im ersten Moment, so wie du es jetzt gemacht hast, schau ruhig mal durch, ist es ein Fernglas. Ja? Und zwar hast du hier Sichtweite bis zu 700 wow. Meter bei dreifacher optischer Vergrößerung und zuschaltbarer zweifacher Digitalvergrößerung. Jetzt können wir hier aber jederzeit bei Dämmerung oder bei Nacht Infrarot zuschalten. Wunderbar, du fokussierst gerade, ja. Das geht manuell ja, vorne. Ja, du bist ganz, ganz scharf. Genau, und jetzt sehen wir aber vorne im Prinzip auch zwei, sieht aus wie ja. zwei Objektive. Aber das zweite Objektiv ist das Infrarotlicht. Und wenn du jetzt mal schaust, auf einer Taste steht IR+. Ja. Ja, und wenn du die jetzt mal drückst und aber das Infrarotlicht in die Kamera hältst, dann sehen wir, ruhig mehrfach drücken, weil wir haben, ja, sehen wir es da, das da. Infrarotlicht. 7 Stufen Infrarotlicht kann ich hier zuschalten und damit Wahnsinn. Machen Sie die Nacht zum Tag. Und das kann der Start in ein neues Hobby werden. Weil jetzt im Moment wird es noch sehr früh dunkel, um 17 Uhr ist stockdunkel und dann einfach mal raus in den Wald, in die Natur und die Natur bei Dunkelheit sehen. Weil jetzt im Moment, wenn wir im Dunkeln laufen, sind wir blind wie ein Maulwurf, sagt man so schön. Mit diesem Nachtsichtgerät sehen Sie alles. Schaffen sich Erinnerungen von zum Beispiel einer Futterstelle, die Sie jetzt aus sicherer Entfernung 200-300 Meter beobachten. Oder Sie gehen mal auf so einen Jägersitz, wenn man drauf darf, und beobachten oder legen sich mal auf die Lauer. Aber jetzt nicht bitte mit einem Gewehr, sondern mit diesem Nachtsichtgerät und beobachten die Natur. Und was hier natürlich das Besondere ist, ich habe gerade gesagt, Sie schaffen sich Erinnerungen. Aber diese Erinnerungen, die bleiben jetzt nicht nur im Kopf. Denn Sie haben mit diesem Gerät die Möglichkeit, wenn Sie eine SD-Karte einlegen, ganz einfach Fotos oder auch Videos mit nach Hause zu nehmen und die dann später vielleicht auch den Kindern, den Enkeln zu zeigen. Aber dieses Gerät ist für mich der absolute Wahnsinn, auch im Preis-Leistungs-Verhältnis. Und Nachtsichtgeräte waren über Jahrzehnte eigentlich nur dem Militär vorbehalten. Mhm. Ja? Also für militärische Aktionen bei Nacht. Man kennt das auch aus verschiedenen Filmen. Und da hatten die immer nur ein Problem, wenn dann irgendwo eine Lichtquelle war, waren sie geblendet und haben plötzlich dann nichts mehr gesehen. Dieses Gerät ist für Tag und für Nacht. Tagsüber ein ganz normales Fernglas, dreifache optische Vergrößerung, zweifach digital noch zu, zoombar und nachts eben ein Nachtsichtgerät durch dieses zuschaltbare Infrarotlicht. Da sehen wir es auch wieder schimmernd. Nachts, das ist auch noch wichtig, nachts sind alle Katzen grau, den Satz kennt jeder. Und der hat den Ursprung darin, dass man nachts natürlich durch die fehlende Sonnenreflexion keine Farben mehr sieht. Man sieht hier aber bei diesem binokularen Nachtsichtgerät detailreiche Graustufen. Und so kann man sich selbst bei Nacht die Farben vorstellen. Und da sehen Sie das mal, wie toll das gemacht ist. Und also bei mir zu Hause, ich habe ja auch einen großen Garten. Ich habe viele Tiere, die nachtaktiv sind. Also meine Lieblinge sind meine zwei Waschbären. Ja. Die siehst du tagsüber nie. Dann habe ich Feuersalamander. Ach. Auch die kann man mal nachts beobachten. Sie haben vielleicht Fuchs, Reh, Wildschwein irgendwo im Wald um sich rum. Legen Sie sich mal mit dem Nachtsichtgerät auf die Lauer und dann beobachten Sie die Natur mal bei Nacht. Man bekommt eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Und jetzt haben wir viel Zeit. Wir sollten auch so viel wie möglich alleine unterwegs sein. Und so macht auch das Alleinsein im Wald mal richtig Spaß. Ja, ich bin wirklich beeindruckt auch von diesem riesengroßen Bildschirm, den man hier drin hat. Und dann, wenn man das Infrarot zuschaltet, sieht man tatsächlich so diese Graustufen. Ne? Zack, ganz eindeutig. Hier ist natürlich hell, eben dunkel. Ja, das regt wirklich an, das inspiriert und es motiviert, mal rauszugehen und zu schauen, was kreucht bei mir im Garten rum. Ich weiß, ich habe Igel und Maulwürfe. Aber hey, wer weiß, was man so alles im Wald findet, wenn man da mal wirklich so auf die Pirsch geht. Ne? Klar, für Jäger sowieso, aber auch ja, für Amateur. Wanderer oder für Leute, die halt gerne auch mal was anderes machen. Gerade man kennt oftmals Futterstellen, ja? Die sieht man ja. auch. Aber wenn du jetzt daneben dran stehen würdest, auf 20 Meter, die Tiere würden nicht kommen. Hier hast du die Möglichkeit, 100, 200 Meter dich in Entfernung auf die Lauer zu legen und dann auch mal die Wildtiere an der Futterstelle oder wenn man so Suhlplätze von Wildschweinen kennt, die dann zu erleben. Es ist einfach ein ganz anderes Erleben der Natur und heutzutage eben bezahlbar und für jedermann möglich. Ja, total cool. Früher nur
nur fürs Militär erhältlich und jetzt für auch die Zivilisation. Wir sollten das wirklich nutzen. Es ist schön, jetzt die Zeit zu nutzen. Der Preis ganz klein für so eine Top-Qualität. Ein Binokular-Nachtsichtgerät mit den verschiedenen Infrarotstufen. Wirklich fein. 141,17 €. Ein kleiner Preis, ganz ehrlich, für so ein tolles Gerät. Ich bin jetzt auch inspiriert, mal in den Wald zu gehen, um mal ein bisschen näher die Rehe anzuschauen und zu gucken. Vielleicht sehe ich ja Wildschwein, da muss ich mich fernhalten. Aber egal, die Bestellnummer dazu ist die NX6. Oh ne, ganz mal, meine Augen werden immer schlechter. 4560. Die NX4560569. So, und jetzt kommen wir auch schon zu ihrer Nummer 2. Ganz klein, aber ganz, ganz fein. Und das ist aber so aus klein macht groß, oder? Es ist ein Riesenteil, weil es im Prinzip auch aus älter top modern macht. Das ist ein WLAN HDMI-Stick und der wird einfach an Ihrem Fernseher, wenn Sie so einen schönen Flachbildschirm haben, der aber noch nicht smart-technisch ausgestattet ist, können Sie hiermit mit diesem WLAN HDMI-Stick diesen smartfähig machen. Oder, und damit fangen wir jetzt mal an, ganz einfach mal die Medien, die man anschaut, also Bilder, Videos oder ähnliches, auf dem Smartphone, das kannst du spiegeln auf kabellos auf dem großen Monitor. Ganz einfach einstecken in einen freien HDMI-Platz. Man hat ja oftmals drei Steckplätze und da sind nicht alle drei belegt. Und dann habe ich das ganz einfach die Möglichkeit, meine Medien, die ich jetzt auf dem Smartphone habe, in dieser Größe mir auf dem Fernseher anzuschauen. Sie sehen, wie einfach das ist. Bestes Beispiel ist, man möchte mal wieder Fotos der ganzen Familie zeigen und ich muss dann immer meine Brille aufsetzen, weil ich es da nicht richtig sehe oder ich wische es in der Vergrößerung. Jetzt übertrage ich das gleich auf 50 Zoll, dann kann ich es immer noch vergrößern, aber da sieht es jeder. Da kann man sogar zu 20 Mal die Fotos auf einem Handy anschauen. Das geht übrigens mit beiden Systemen. Also iOS für Apple oder auch Android für die anderen Smartphones. Aber jetzt kommen wir zu dem, was ich noch angesprochen habe, Smart-Technologie. Also einen älteren Fernseher, der eben noch keine Smart-Technologie hat, kann diese jetzt fast schon übernehmen durch diesen WLAN-HDMI-Stick, weil du alle im Internet befindlichen Geräte jetzt mit deinem Fernseher verbinden kannst. Über AirPlay, so heißt das bei Apple, oder DLNA, so heißt das bei den anderen Geräten. Und jetzt zum Beispiel den Laptop, den Film, den du auf dem Laptop anschaust, kabellos übertragen auf den großen Fernseher. Und das ist ein Wahnsinnsschritt nach vorne. Oder wir haben gerade das Spielkind gesehen, ja, jetzt nicht mehr auf einem kleinen 6-Zoll-Monitor spielen, sondern das auch übertragen, spiegeln auf den großen Fernseher. Und all das geht mit so einem kleinen WLAN-HDMI-Stick. Du siehst es an der Platzierung, wie unglaublich nachgefragt der ist. Auch er war lange ausverkauft, ist jetzt wieder lieferbar. Aber das ist einfach so ein Sprung in ein neues Zeitalter. Und viele haben vielleicht, auch Sie zu Hause, darüber nachgedacht, einen neuen Smart-TV zu holen, weil der, den Sie haben, eben noch nicht internetfähig war. Ja, und so ein Smart-TV kostet halt auch ein paar hundert Euro. Jetzt können Sie für 18,95 € aus Ihrem alten, noch funktionierenden Fernseher einfach auch so eine Art Smart-TV machen mit diesem kleinen WLAN-HDMI-Stick. Ja, Wahnsinn. Und zu so einem ganz kleinen Preis, vor allen Dingen für 18,95 €, machen Sie Ihren TV smart, wenn er das noch nicht ist. Und dann können Sie kleine Bildschirme, also Handy, Smartphone-Bildschirme, groß anschauen auf dem großen Bildschirm. Und dann macht es ja auch wieder Freude. Dann kommen die Emotionen der Bilder rüber. Natürlich kann man da auch Spiele dann spielen und groß sehen. Aber hier Freude teilen, also ne, Bilder und Videos schauen, damit auch die Älteren dann was davon haben. Und ganz ehrlich, egal ob alt oder jung, die Emotion ist immer größer, wenn man einen großen Bildschirm hat und es da angucken kann. Auch ganz, ganz einfach in der Bedienung, einfach einstecken, zack, und dann einfach verbinden. Und dann können Sie auch schon loslegen. 18,95 € ist ein ganz kleiner Preis für ein kleines Gerät, aber wirklich für eine große Wirkung, das kann ich Ihnen versprechen. Große Emotionen. Die Bestellnummer dazu ist die PX2434 und die 569. Und jetzt kommen wir auch schon zu Ihrer Nummer 1, bitte. Ja, es ist
auch mein Lieblingsgerät, muss ich gestehen. Denn hier, auch wenn wir jetzt gerade nicht verreisen können, Sprachen lernen ist immer gut, oder? Ja, nicht nur lernen, sondern sich einfach mal verständigen. Weltweit ohne jegliche Barriere. Und dieses Gerät macht es möglich. Dieses Gerät übersetzt für Sie, hört für Sie, spricht für Sie 105 Sprachen. Das sind die wichtigsten Sprachen auf dieser Erde. Ja, und somit kann man sich, behaupte ich jetzt mal, mit 98% der Menschen der Welt aufgrund oder mit Hilfe dieses Geräts unterhalten. Verbal auf einer Seite, und da sehen Sie jetzt hier zwei Flaggen in dem wunderbaren Display, und da stellen Sie die Sprachen ein. Oben die Ausgangssprache, das ist jetzt im Normalfall natürlich immer Deutsch, wenn Sie Deutsch sprechen, und unten stellen Sie die Sprache ein, in die Sie übersetzen wollen. Wenn wir da mal kurz drauf tippen, sehen Sie ein alphabetisches Verzeichnis der ganzen Sprachen. Das fängt von den arabischen und afrikanischen, europäischen, aber auch südamerikanischen Sprachen, die sind da alle mit dabei. Sie wählen das aus, was Sie wollen. Vielleicht nehmen wir mal was Englisches, was Einfaches. Okay. Und jetzt UK. Hast du es? Okay, UK Englisch. Und jetzt können Sie ganz einfach reinsprechen, ist oben Deutsch, jawohl. Und jetzt machen wir es mal ganz einfach, sagen wir guten Morgen oder begrüß mal irgendjemand. Auf Deutsch, ja. Auf Deutsch, genau. Machen wir das mal auf Deutsch. So, ich drücke oben den roten Kopf, das ist die Eingangssprache Deutsch. Guten Morgen, wie geht es Ihnen? Dann warten wir eben. Und Good morning, how are you? Und in Echtzeit übersetzt es sofort. Der Anderssprachige würde jetzt das Gerät in die Hand bekommen, den unteren Knopf drücken und dann zurücksprechen. Und so kommt eben eine Konversation auf, ohne Sprachbarrieren weltweit. Übrigens 105 Sprachen überall, wo Sie WLAN haben. Also das ist heutzutage an Flughäfen, an fast allen Bahnhöfen, in Hotels, in Gaststätten schon der Fall. Wenn Sie mal keinen Internetzugang haben, dann haben Sie trotzdem die wichtigsten 12 Sprachen dieser Erde zur Verfügung. So weit, so gut, so würde sich schon dieser Hammerpreis wirklich rentieren mit 99,95 €. Wir sind aber noch nicht am Ende. Wenn wir es umdrehen, sehen wir hinten eine Kamera. Und diese Kamera ist jetzt nicht, um Urlaubsfotos zu machen, sondern schauen wir noch mal hier drauf. Hier unten haben wir ein Kamerasymbol. Und jetzt geht die Kamera an. Wir sehen das an meiner Hand. Ja? Und jetzt können Sie Schriftstücke, Schilder oder Schriftstücke, Verträge abfotografieren, einscannen. Und das wird jetzt auch 1:1 in Echtzeit für Sie übersetzt. Hier sehen wir Hinweistafeln, die wir haben, aber es können natürlich auch Speisekarten sein, dass man ja zum Beispiel beim Chinesen nicht das Falsche bestellt, ist nur ein Beispiel, das gilt ja für alle anderen Sprachen auch. Oder natürlich auch Verträge, das Kleingedruckte. Oder jeder hat das schon mal erlebt, der einen Mietwagen im Urlaub hatte, die Mietwagenverträge sind nur in der Landessprache. Und ich muss ehrlich sagen, wenn du mal in Spanien bist und einen Mietwagen nimmst, Spanisch ist nicht so gut, dass ich das lesen könnte. Hiermit kannst du es dir einfach übersetzen lassen. Also verbal 105 Sprachen, aber auch Schriftstücke, Schilder, Hinweistafeln. Und wie einfach das geht, zeigt uns Danny jetzt mal. Einfach einscannen, also das ist ähnlich wie bei einem Fotoapparat. Und jetzt bitte einfach mal drücken. Und wir sehen hier jetzt dieses Blaue, was hoch und runter läuft, das scannt jetzt und in wenigen Sekunden, ja, da ist es nämlich, hier ist es schon übersetzt und plötzlich wird es auch. Ist tatsächlich eine Hygienemaßnahme. Ja, häufig die Hände mit Wasser und Seife oder auf Lösung von Alkoholbasis waschen. Also ganz wichtig, dass man eben die Hygienemaßnahmen in meinem fremden Land kennt. Wir schauen mal zusammen auf pearl.de, um den Preis dort zu vergleichen, denn das Gerät kostet da ja knapp 150 €. Das ist schon wirklich ein guter Preis dafür, dass man 105 Sprachen in diesem kleinen Format hat. Ja, schriftlich kann man es auch wieder immer wieder sehen und hören. Damit machen Sprachenlernen wirklich auch Spaß. Das ist jetzt gut, dass du es gesagt hast mit dem Sprachenlernen. Bis jetzt waren wir ja bei Sprachbarrieren. Im Moment ist Reisen nicht möglich, aber wir hoffen, dass das bald wieder möglich ist. Aber bis dorthin benutzen Sie es als Sprachtrainer. Lernen Sie vielleicht Sprachen tiefer, die Sie bereits sprechen, oder ganz neue. Lassen Sie sich Sätze vorsagen. Sie sprechen Deutsch rein. Jetzt angenommen, hier haben wir Türkisch eingestellt. Sie möchten Türkisch lernen. Das kann auch Spanisch, Italienisch oder sein. Und dann wird der Satz, den Sie gesprochen haben, in dieser Sprache grammatikalisch und richtig ausgesprochen Ihnen vorgelesen oder vorgetragen. Und den können Sie dann nachsprechen. So oft, wie Sie das wollen, bis Sie sich sicher fühlen. Und als Gegenkontrolle sprechen Sie dann einfach den fremdsprachigen Satz ins Gerät.
geht rein. Und wenn es dann in Deutsch die richtige Übersetzung hat, dann wissen Sie, jetzt hab ich's. Und so macht auch Sprachenlernen wieder richtig Spaß. Also Sie sehen, ein unabdingbarer Reisebegleiter, übrigens auch Geschäftsleute verwenden solche Übersetzer gerne und nicht mehr den Dolmetscher, der auf Schritt und Tritt einen folgt. Und dann natürlich auch Reisen oder auch zu Lernzwecken Sprachen lernen. Und Sprachen öffnen die Welt. Und es macht ja auch Spaß, neue Sprachen zu lernen. Es macht einen Riesenspaß. Man kann auch die Sprachen, die existieren im Kopf, mal checken und gucken, ja, ist eingerostet oder geht's noch. Ich habe so ein Gerät live in China erleben dürfen, weil Chinesisch verstehe ich wirklich nicht. Aber ich konnte mich barrierefrei mit einer Chinesin unterhalten. Das war genial. Also ob Sie jetzt Ihre Sprache auffrischen oder auch den Kindern mal hier vielleicht in der Schule eine Hilfe geben. Damit lernt man leichter, kann immer wieder hören und gucken, habe ich es richtig gesagt? Es macht ganz viel Spaß. Bitte missen Sie das Produkt nicht und bestellen Sie fix unter der NX 46 68 und die 569. Das ist auch mein Liebling, Ihre Nummer 1. Ist im Moment noch lieferbar. Bitte, bitte bestellen Sie sich ein und dann können Sie Ihre Sprachen auffrischen oder auch den Kindern beim Lernen helfen, denn wie du schon gesagt hast, Sprachen öffnen die Welt und auch wenn wir jetzt zu Hause sind, soll man trotzdem weltoffen bleiben. Also wir haben ganz viele tolle Produkte, unsere Bestseller für Sie jetzt gehabt. Die lieferbar sind noch, also jetzt schnell ans Telefon und schnell bestellen.